So, die DNA-Analyse. Geben Sie mir. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Herz. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Ein Hollywood-Fotograf liegt ermordet in seiner Wohnung. Das Opfer wurde regelrecht zu Tode geprügelt. Eines war klar, das Opfer muss den Täter gekannt haben. Eine junge Frau wird erstochen und die Nachbarin macht sich verdächtig. War es Eifersucht? Sie musste ertragen, wie ihr Ex-Freund drei Häuser weiter mit seiner neuen lebt. Doch die Spuren am Tatort weisen in eine ganz andere Richtung. In Ohio verschwinden reihenweise schwule Männer. Dann stößt die Polizei auf ein Massengrab. Wir haben es mit einem Serienkiller zu tun. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es ist früh am Morgen in den Hollywood Hills. Der Geschäftspartner von Roland Kuster geht zu dessen Haus. Sie sind verabredet. Er ruft seinen Namen, aber der antwortet nicht. Kurz darauf weiß der Geschäftspartner warum. Roland Kuster liegt erschlagen auf dem Bettrand in seiner Wohnung im ersten Stock. Das SID von Los Angeles, ein Team der besten Kriminaltechniker, sperrt den Schauplatz des Verbrechens ab. Dann nehmen sie den Tatort und das Opfer Roland Kuster eingehend unter die Lupe. Kuster, ein angesagter Schweizer Profifotograf, setzte vor allem die Shootingstars von Hollywood in Szene. Direkt neben der Eingangstür wurde ein Fenster eingeschlagen. Möglicherweise ist der Täter hier eingedrungen. Das Kriminaltechnische Institut sichert Spuren an den Glassplittern und dem Fensterrahmen in der Hoffnung, einen Fingerabdruck des Täters zu erhalten. Währenddessen spekulieren die Ermittler über ein Motiv. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ein Raub, der aus dem Ruder lief. Das Opfer wurde vielleicht überrascht. Möglicherweise hat er das splitternde Glas unten im Haus gehört. Aber das Einbruchsszenario ist nicht stimmig. Unten im Haus hat alles seine Ordnung. Oben hingegen sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Die Spuren lassen eher auf ein Verbrechen aus Leidenschaft schließen als auf einen Raub. Eine Blutspur führte vom Ende der Treppe durch das Bad bis in die Diele. Das wirkte wie ein äußerst extremer Mord. Was wir hier sahen, war ein brutaler und blindwütiger Angriff. Auf dem Fußboden des Schlafzimmers bemerken die Ermittler Teile einer zerbrochenen, blutverschmierten Keramikskulptur. Dieses Beweisstück war besonders wichtig, denn dieser Gegenstand hat die stumpfe Gewalteinwirkung auf Kuster verursacht. Aber außer der potenziellen Mordwaffe entdeckt das Team noch etwas viel Interessanteres und Verdächtigeres. In der Hand des Opfers befanden sich noch einige Haare. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren wir noch nicht sicher, wessen Haare das sein könnten. Jedenfalls waren sie eine gute Quelle für einen möglichen DNA-Beweis. Die Ermittler vermuten, dass Kuster sich heftig gewehrt hat. Wir hofften, dass sich der Verdächtige dabei verletzt oder geschnitten haben könnte und eventuell eine verwertbare Blutspur hinterlassen hat. Im Treppenhaus werden die Ermittler fündig. Es ist die verschmierte Spur eines Killers auf der Flucht. Die blutigen Schuhabdrücke vom Tatort waren vielversprechend. Ein Schuhabdruck ist wie ein Fingerabdruck. Man kann einen Schuh anhand des Abdrucks identifizieren. Noch aber haben die Ermittler keinen Schuh, mit dem sie die Spur vergleichen könnten. Sie finden aber etwas anderes. Einen rätselhaften Rucksack, abgelegt unmittelbar neben der Leiche. Auf dem Rucksack stand ein Name. Und der lautet David Miner.
Eine neue Person, ein neuer Anhaltspunkt, aber auch ein neues Rätsel. Genauso rätselhaft ist der Umstand, dass Bargeld, Fotoequipment, Waffen und andere Wertgegenstände im Haus unangetastet geblieben sind. Nichts deutet hier auf einen Raub hin. Die schiere Gewalt der Tat lässt vielmehr auf ein sehr persönliches Motiv schließen. Eins schien klar, das Opfer muss den Täter gekannt haben. Deshalb beleuchten die Ermittler das Leben des Opfers. Sie befragen den Geschäftspartner und Custers verzweifelte Freundin. Wünschte sich jemand im Umfeld des Fotografen seinen Tod? Das Opfer bewegte sich in Hollywood-Kreisen, wie Models, andere Fotografen, solche Leute eben. Im Grunde genommen lebte er auf der Überholspur. Viel Ausgang, Leute treffen, feiern. Er war eine ausgesprochen wilde Person, ein extremer Mensch. Geriet dieses glamouröse Hollywood-Leben außer Kontrolle? Hatte der Top-Fotograf Feinde? Um diese Fragen zu klären, rekonstruieren die Ermittler seine letzten Stunden. Am Abend, bevor seine Leiche entdeckt wurde, waren drei Bekannte bei ihm zu Hause und machten Party. Zum Glück für die Ermittler ist auch Custers Freundin dabei und kann ihnen eine detaillierte Beschreibung aller Anwesenden liefern. Wir konnten sie alle identifizieren und schließlich auch befragen. Aber in den Aussagen entdecken die Beamten nichts Verdächtiges. Deshalb lassen sie die Befragten wieder gehen. Die Nachbarschaft wird nun ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen. Mit Erfolg. Zwei Zeugen machten sich gerade auf den Weg zur Arbeit. Gegen 5.40 Uhr an dem Tag, als Custer ermordet wurde. Sie sahen einen Mann, der über eine Mauer kletterte und davonlief. Die Ermittler sind erstaunt, als die Augenzeugen ihnen genau den Mann beschreiben, den sie nur wenige Stunden zuvor noch selbst befragt hatten. Brandon Sampson, einen der drei Teilnehmer von Custers kleiner Party. Auf einen dieser Männer traf die Beschreibung exakt zu, bis hin zu der Kleidung, die er an dem Abend getragen hatte. Und vielleicht hat er da auch einen Hinweis hinterlassen. Die Kriminaltechniker nehmen die Mauer in Augenschein, über die der Verdächtige in der Nacht entkommen konnte. Wir fanden dort sogar eine Blutspur. Blutige, verschmierte Fingerabdrücke auf der Mauerkrone. Dieser Fund reicht aus, um Brandon Sampson ein weiteres Mal zu vernehmen. Ein Durchsuchungsbefehl wurde ausgestellt. Roland Custer ist seit einem Tag tot. Da stehen die Ermittler bereits mit einem Durchsuchungsbeschluss vor dem Haus seines Bekannten Brandon Sampson. Sie finden eine rote Mütze, ein grünes Hemd und Stiefel. Genau die Kleidungsstücke also, die der Verdächtige getragen hatte, als er vom Tatort flüchtete. Die Stiefel schicken die Beamten ins Labor. Sie sind momentan das wichtigste Beweisstück. Im Labor vergleicht man sie mit den zahlreichen Aufnahmen der blutigen Schuhabdrücke vom Tatort. Läuft eine Person durch eine Blutlache und hinterlässt so Abdrücke, können diese Abdrücke mit seinen Schuhen verglichen werden. Somit ist eine positive Identifizierung möglich, vergleichbar mit einem Fingerabdruck. Brandon Sampson ist wieder zurück auf dem Polizeirevier. Dieses Mal allerdings als Hauptverdächtiger in einem Mordfall. Seine Fingerabdrücke samt der Blutprobe sind Beweise, die den Ermittlern später helfen sollen, die Anwesenheit des Verdächtigen am Tatort zweifelsfrei nachzuweisen. Ist das Blut ausschließlich vom Opfer oder ist es auch vom Täter? Ich extrahiere die DNA von jeder Blutspur, die für die Ermittler interessant sein könnte, und ordne sie zu. Das Analyseverfahren der gefundenen Spuren ist aufwendig und dauert unter Umständen Wochen. Zeit, die die Ermittler nutzen, um Brandon Sampson auf den Zahn zu fühlen. Unter dem Druck der Befragung bricht Sampson fast zusammen.
Er ist nervös und ausweichend. Die Beamten schlagen ihm einen Test am Lügendetektor vor. Ohne lange darüber nachzudenken, stimmt er zu. Er entschied sich für den Lügendetektor und fiel durch. Es sieht schlecht aus für Samson. Der Lügendetektortest überführt ihn als Schwindler und eine Augenzeugin kann ihn identifizieren. Wir waren zuversichtlich, den richtigen Kerl erwischt zu haben. Samson wird des vorsätzlichen Mordes angeklagt und inhaftiert. Der Fall sieht nach einem Selbstläufer aus, bis ein erstes Ergebnis aus dem Labor eintrifft. Die Haare in der Hand des Opfers stammten von ihm selbst. Das Bild, das sich die Ermittler von den Ereignissen gemacht hatten, bekommt Risse. Die Haare jedenfalls belasten niemanden. Das war eine Spur, die nirgendwo hinführte. Ein Teil der Beweise ist schon einmal unbrauchbar. Bleiben unter anderem noch die blutigen Schuhabdrücke. Können seine Stiefel Samson überführen? Auf die Ermittler wartet aber eine weitere Sackgasse. Diese Schuhe hatten ein anderes Profil als die Abdrücke am Tatort. Die Ermittler sind ernüchtert. Langsam geht ihnen das belastende Material aus. Nun setzen sie auf die Fingerabdrücke. Wir hatten jede Menge potenzielle Beweise. Überall im Haus waren Fingerabdrücke. Im Erdgeschoss, im zweiten Stock, in allen Räumen. Einmal mehr aber bleibt die kriminaltechnische Untersuchung ohne Erfolg. Wir konnten die Fingerabdrücke des Verdächtigen nirgendwo am Tatort nachweisen. Jetzt haben die Ermittler noch ein letztes Eisen im Feuer. Wir glaubten ja immer an die Möglichkeit, dass sich der Täter verletzt und Blutspuren am Tatort hinterlassen haben könnte. Der Blutbeweis ist am aufwendigsten zu führen. 10 Tage dauert es, bis der DNA-Test aus dem serologischen Labor vorliegt. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Unser Verdächtiger war nicht die Quelle der am Tatort gefundenen Blutspuren. Die Beamten lassen Samson frei und versuchen zu klären, was sie falsch gemacht haben. Ich war enttäuscht. Ich wollte nie einen Unschuldigen einsperren. In diesem Fall waren wir verpflichtet, weiter zu ermitteln, nicht zuletzt durch die Aussagen der Augenzeugen. Die Ermittler kehren zu ihrer Ausgangsfrage zurück. Warum wurde Roland Kuster, ein angesagter junger Hollywood-Fotograf, umgebracht? Seine Freunde wussten von seinem unsteten Lebenswandel, aber sie sahen da nie eine besonders dunkle Seite. Nichts, was zu einem Mord hätte führen können. Ich war vollkommen schockiert. Ich war sprachlos. Ich konnte das nicht verstehen. Die Menschen mochten ihn wirklich sehr. Mehrere Wochen kostete die Ermittler die Verfolgung einer falschen Fährte. Jetzt gehen sie noch einmal alle Beweise durch auf der Suche nach einer neuen Spur. Ihre Aufmerksamkeit richten sie nun auf den mysteriösen Rucksack, der neben der Leiche gefunden wurde und auf dem der Name David Miner zu lesen ist. Die Beamten jagen diesen Namen durch den Polizeicomputer und plötzlich nimmt die Ermittlung wieder Fahrt auf. Es zeigte sich, dass David Miner nur Tage vor dem Mord auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen wurde. Miner saß wegen Raub- und Drogenbesitzes ein. Und die Ermittler kommen aus dem Staunen nicht heraus, als sie ein Foto von Miner sehen. Er und Brandon Samson sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Ähnlich wie der Mann, den Augenzeugen irrtümlich als die Person identifizierten, die den Tatort fluchtartig verlassen hatte. Die Ermittler rufen Miners Bewährungshelfer an und die Spur wird noch heißer. Wir erfuhren, dass Miner in einem Apartment wohnte, welches sich nur wenige Straßen vom Tatort entfernt befindet. Kann das wirklich sein? Die Beamten fahren sofort zu dieser zuletzt bekannten Adresse Miners, aber es handelt sich um ein unbebautes Grundstück. Da wussten wir nicht mehr weiter. Wir hatten keine Ahnung, wo wir nach ihm suchen sollten. Er konnte überall sein. David Miner wird landesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Ab jetzt können die Ermittler nur noch warten. Die Wochen vergehen, ohne ein Lebenszeichen des Verdächtigen. Derweil bauen die Ermittler die Anklage auf.
Der Kerl ist ein Räuber und Dieb. Er hatte eine lange Karriere des Drogenmissbrauchs. Das machte ihn in der Tat zu einem überzeugenden Verdächtigen. Miners kriminelle Energie lässt ihn fähig erscheinen, auch einen Mord zu begehen. Warum er den benachbarten Fotograf auswählte, bleibt allerdings rätselhaft. Und auch keiner von Custers Freunden weiß überhaupt von Miners Existenz, geschweige denn dessen Verbleib. Da taucht David Miner 3.500 Kilometer entfernt in Atlanta, Georgia, wieder auf. Beim Versuch, mit Hilfe seiner Bewährungspapiere an eine Mahlzeit in einem Obdachlosenasyl zu kommen, geht er dem Polizeicomputer ins Netz. Das gab uns wieder neuen Auftrieb. Jetzt waren wir endlich wieder im Rennen. Die Ermittler in Los Angeles bitten die Behörden in Atlanta um Unterstützung. Ein Sonderkommando observiert und verhaftet den Verdächtigen und überführt ihn an die Westküste. Wieder sind die Laborexperten gefordert. Sie sollen anhand der Fingerabdrücke beweisen, dass dieses Mal der Richtige verhaftet wurde. Aber bei den Fingerabdrücken gab es keinen Treffer. Diese Tatsache hat uns entmutigt. Wir waren sicher, dass wir etwas in der Hand hatten. Aber das hier war ein Reinfall. Ohne handfeste Beweise beginnen die Ermittler ihr Kreuzverhör. Aber David Miner bleibt stur. Er bleibt bei der Darstellung nicht die geringste Ahnung zu haben, wie sein Rucksack in Roland Custers Haus kommt. Jetzt bleibt nur noch der Blutabgleich, aber der dauert normalerweise 10 Tage. Zeit, die Ermittler nicht haben. Sie können Miner nicht so lange festhalten. Harry Klan vom Kriminaltechnischen Institut verlässt tagelang nicht das Labor. Und tatsächlich. Ich sah, wie sich die Ergebnisse entwickelten und erkannte, dass das Muster auf 3 der Teststreifen mit dem DNA-Muster von David Miner übereinstimmte. Ich bekam Gänsehaut. All das Blut führte in Richtung David Miner. David Miner ist der Mörder. Der Beweis, um ihn des vorsätzlichen Mordes zu überführen, ist endlich erbracht. Wieso aber tötete er einen Mann, den er nie zuvor getroffen hatte und dessen Wertsachen er unangetastet ließ? Die Ermittler rekonstruieren den Tathergang. In der Mordnacht irrt der drogenabhängige Miner in der Nachbarschaft umher. Er braucht dringend Geld, um seine Sucht zu befriedigen. Er brach ein, stand dem Opfer gegenüber. Und ich denke, das war so eine Konstellation. Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Er überraschte das Opfer im Bett. Es gab einen Kampf und der Angeklagte schlug dem Opfer mehrmals auf den Schädel und erstach ihn dann. Kopflos sucht er das Weite und flüchtet über die Mauer in die Nacht. Die ungewöhnlich brutale Gewalt, die Ermittler zuerst an eine Beziehungstat glauben ließ, ist also das Ergebnis einer blinden, drogenbedingten Kurzschlussaktion. Wir hatten eine Mischung aus der DNA des Opfers Roland Custer und des Angeklagten David Miner. Für die Entscheidung der Geschworenen war das ein gewichtiger Umstand. Die Beweisführung hat Erfolg. David Miner wird zu lebenslanger Haft verurteilt. San Fernando Valley im Nordwesten von Los Angeles. Spät am Abend kehrt der 28-jährige Jack Horn von einer Reise zurück. Er will noch bei seiner Freundin Carol Frost vorbeischauen. Sie wohnt nur ein paar Häuser weiter. Aber Jack findet ein Bild des Schreckens vor. Carol liegt auf dem Wohnzimmerboden, ermordet. Spurensicherung und Ermittler gehen systematisch vor. Aber es ist dunkel und sie dürfen nichts übersehen. Zuerst untersuchen sie den Vorgarten rund um das Haus. Eine Fensterscheibe auf der Rückseite fehlt. War es ein Einbruch? Okay.
Dann, ganz in der Nähe, in einem Blumenbeet, findet sich ein Schuhabdruck. Hat der Mörder ihn hinterlassen? Was ging hier vor? Der Abdruck ist noch schlammig und feucht und könnte somit das Geschehen zeitlich eingrenzen. Ein Kriminaltechniker sichert diese Spur in der Erde äußerst behutsam. Diese ersten Hinweise lassen einen unbekannten Angreifer vermuten. Doch das Innere des Hauses erzählt der Forensikerin Susan Reinhardt eine ganz andere Geschichte. Das Erste, was ich sah, war eine weibliche Leiche, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Das Opfer hat zahlreiche Stichwunden am Rücken, die sehr dicht beieinander liegen. Das kann auf eine Schere als Tatwaffe hindeuten. Das Chaos am Tatort und die Grausamkeit des Mordes überzeugen die Ermittler, dass es sich doch eher um eine Beziehungstat handelt. Carol Frost hat ihren Mörder gekannt. Im Schlafzimmer das gleiche Bild. Überall befinden sich Kampfspuren. Das wilde Durcheinander liefert den Ermittlern dennoch Hinweise auf den Ablauf der Ereignisse. Wahrscheinlich begann der Kampf im Schlafzimmer und verlagerte sich über das Esszimmer in den Wohnbereich. Dort eskalierte die Gewalt. Hier starb Carol. Und hier klebt das meiste Blut. Verschmierte Flecken auf dem Boden und den Möbeln. Hier stoßen die Ermittler auch auf das mutmaßliche Mordwerkzeug. Eine ganz normale Küchenschere, wie sie in jedem Haushalt vorkommt. Auf einem zertrümmerten Couchtisch findet sich noch ein zentrales Beweisstück, ein blutiger Schuhabdruck. Einen weiteren entdecken die Ermittler auf dem Küchenboden. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf den Täter. Doch es gibt ein Problem, der Abdruck ist verwischt. Also nahmen wir Amido Schwarz, um die Abdrücke zu verbessern. Die Chemikalie Amido Schwarz kommt in der Forensik sehr oft zum Einsatz und dient dem Nachweis von Blut an Tatorten und Gegenständen. Die Anwendung erfordert allerdings strenge Sicherheitsvorkehrungen, denn es handelt sich um einen stark reizenden Proteinfarbstoff. Die Chemikalie reagiert auf das im Blut enthaltene Protein und verdeutlicht auch verschmierte Anzeichen von Blut, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Innerhalb von Minuten werden die Proteinrückstände in der verschmierten Spur durch eine blau-schwarze Einfärbung kenntlich gemacht. Ein Schuhabdruck entsteht. Draußen erstellt ein Kriminaltechniker inzwischen einen Gipsabdruck der dort gefundenen Schuhspur. Der Schuhabdruck hinterlässt eindeutige Merkmale, vergleichbar der Identifizierung eines Fingerabdrucks. Der Vergleich der Schuhspuren drinnen und draußen ermöglicht auch Rückschlüsse auf die Anzahl der Eindringlinge. Die Ermittler haben mehr verwertbare Spuren als üblich. Neben den Schuh- und Fingerabdrücken rückt noch die Schere ins Zentrum der Laboranalyse. Der Fall sieht vielversprechend aus. Da denkst du natürlich, dass du den Täter viel schneller schnappst als sonst. Doch noch gibt es keinen Verdächtigen. Bereits am Tatort befragen die Beamten den Freund des Opfers, Jack Horn, und seine Schwester. Horn ist völlig aufgewühlt. Er sagt aus, dass er eben erst von einer Reise nach Hause zurückgekehrt ist. Er war mit Familienangehörigen in den Norden gefahren. Und die Befragung aller ergab, dass diese Geschichte stimmte. Bevor die Ermittler Jack aber von der Liste der Verdächtigen streichen, wollen sie noch seinen Wohnsitz überprüfen. Der liegt ein paar Häuser weiter in derselben Straße. Wir sahen einen staubigen Schuhabdruck im Eingangsbereich. Der Schuhabdruck war dem, den wir hinter dem Haus des Opfers gefunden haben, sehr ähnlich und hatte ein ähnliches Muster wie das des blutigen Abdrucks in der Küche. Die staubige Spur muss unbedingt gesichert und analysiert werden. Denn so viel ist klar, etwas stimmt hier nicht. Die Beamten fordern ein Einsatzkommando an. Für mich gab es einen Zusammenhang zwischen den beiden Orten. Jack Horn bleibt trotz seines Alibis verdächtig, denn der staubige Schuhabdruck befindet sich vor seinem Haus. Die Ermittler erwirken einen Durchsuchungsbefehl.
Die Frau, die ihnen die Tür öffnet, ist Theresa Mason, Jack Horns Ex-Freundin. Sie wohnt hier zur Untermiete. Das macht die Beamten stutzig. Da ist eine Frau vielleicht verbittert darüber, dass ihr Ex-Freund drei Türen weiter eine neue Freundin hat. Ist sie rübergegangen, um das Opfer wegen dieser Beziehung zur Rede zu stellen? Die Ermittler durchsuchen das Haus nach irgendwelchen Hinweisen, die mit dem Verbrechen zusammenhängen könnten. Wir fanden Liebesbriefe von ihr an den Ex-Freund, in denen sie ihm weiterhin ihre Liebe gesteht. Gleichzeitig war sie aber auch sehr wütend, dass er mit dem Mädchen drei Türen weiter zusammen ist. Liebesbriefe. Die Tatsache, dass sie erst vor kurzem weggeworfen wurden, ist recht aussagekräftig. Offensichtlich brauchte sie die Briefe nicht mehr, weil die Rivalin tot ist. Draußen vor der Tür widmen sich die Beamten dem staubigen Schuhabdruck. Ihn zu sichern, zumal von einer steinharten Oberfläche wie hier, ist ungemein kompliziert. Und nur wenn jedes kleinste Detail des Abdrucks erhalten bleibt, kann er mit den Spuren am Tatort verglichen und zur Beweisführung herangezogen werden. Die Forensiker wenden ein elektrostatisches Verfahren an, mit dem der gesamte Abdruck auf eine adhesive Folie übertragen wird. Man legt die Folie auf die Stelle des Abdrucks, dessen Staubpartikel erhalten werden sollen, und setzt sie unter Strom. Man muss eine hohe Elektrostatik erzeugen, damit der Staub auf die Folie übertragen wird. Das Verfahren ist heikel, denn die Kriminaltechniker haben nur einen einzigen Versuch. Zudem ist das erzeugte Bild nicht dauerhaft. Vorsichtig muss es zur Analyse ins Labor gebracht werden. Bei der Befragung streitet Theresa ab, irgendetwas über das Verbrechen in der Nachbarschaft zu wissen. Stattdessen gibt sie an, in der Mordnacht gemeinsam mit einem Bekannten zu Hause ferngesehen zu haben. Routinemäßig überprüfen die Ermittler ihr Alibi. Dazu müssen sie mit dem Bekannten sprechen. Es vergehen zwei Tage, bevor sie ihn antreffen. Sein Name ist Travis Bone. Travis hatte einen Kratzer auf der Stirn. Und ein kleines Pfeilchen. Ich habe gefragt, was ist denn mit Ihnen passiert? Und er meinte, ich bin von der Katze meiner Freundin gekratzt worden. Bone gibt zu, das Opfer zu kennen. Ansonsten bestätigt er die Aussage Theresas. Nachdem sie ins Bett ging, sei er wenig später auf ihrer Couch eingeschlafen. Gegen 5 sei er aufgewacht und habe dann beschlossen, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Die Ermittler haben Schwierigkeiten, sich ein Bild von Travis zu machen. Sagt er die Wahrheit? Schließlich war er in der Mordnacht auch in der Nähe des Tatortes. Fast eine Woche ist seit Carol Frosts Ermordung vergangen. Die ersten Erkenntnisse der Kriminaltechniker liegen vor und sie bringen die Ermittlungen keinen Schritt weiter. Sämtliche Blutspuren stammen von Carol und die Schere passt nicht zu den Verletzungen und Stichwunden am Körper des Opfers. Als die Experten dann aber den Schuhabdruck des Tatorts mit dem Abdruck vor dem Haus von Jack Horn vergleichen, erhalten sie eine Übereinstimmung. Da ist man dann schon aufgeregt, weil man denkt, das könnte ein Anfang sein. Das war eine große Hilfe für uns. Dem Kriminalbeamten liegt jetzt der Beweis vor, dass jemand in der Mordnacht sowohl am Tatort als auch am Haus des Freundes von Carol Frost gewesen ist. Aber wer das war und das Motiv für den Mord, beides bleibt weiter rätselhaft. Mit der einzigen belastbaren Spur, die sie haben, treiben die Ermittler die Suche nach dem Täter fieberhaft voran. Die Beamten baten mich, ihnen eine Vorstellung davon zu geben, nach welcher Art Schuh sie suchen sollten. Und auf einem der Abdrücke konnte ich tatsächlich einen unvollständigen Namen der Schuhmarke erkennen. Es war ein Schuh von Adidas. Adidas, ein Herrenschuhmodell. Falls das der Abdruck des Mörders ist, können die Ermittler eine Hauptverdächtige jetzt ausschließen, Theresa Mason. Im Labor überprüfen die Forensiker auch die Fingerabdrücke. Hunderte Abdrücke wurden am Tatort gesammelt und die meisten gehören zu Carol Frost. Bei 2 Abdrücken jedoch landen die Labortechniker einen unerwarteten Treffer. Sie sind von Travis Bone. Der Abdruck eines Herrenschuhs und seine Fingerabdrücke. Bone ist jetzt der Hauptverdächtige.
Die Fingerabdrücke brachten ihn mit dem Haus in Verbindung und so hatten wir starke Indizien gegen Travis Bone. Die Beamten holen Bone aufs Revier. Währenddessen besorgt sich das Los Angeles Police Department einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung und stellt alles auf den Kopf. Travis Bone ist unterwegs zum Verhör. Aber noch überlegen sich die Ermittler eine Strategie, wie sie ihn zum Reden bringen können. Wir haben Beweismaterial offen aufgehängt. Er sollte das Gefühl haben, dass wir alles über ihn wissen und gut vorbereitet sind. Im Verhör gibt Bone zu, häufig bei Carol zu Hause gewesen zu sein. Also hätte er dort jederzeit seine Fingerabdrücke hinterlassen können. Die Ermittler müssen ihn aber zur Tatzeit mit dem Haus in Verbindung bringen können. So beginnen sie ein riskantes Spiel. Sie bluffen. Nach und nach haben wir durchblicken lassen, dass wir wissen, dass er lügt. Ich sagte ihm, Travis, du bist dort gesehen worden. Naja, das war ein Trick. Aber er meinte tatsächlich, ja, es stimmt, ich bin dort die Straße runtergelaufen. Die Ermittler wollen weitere Einzelheiten wissen. Schließlich gibt Bone auch noch zu, Carol in der Tatnacht gesehen zu haben. Carol fragte ihn, was er hier mache. Er gab an, nach ihr sehen zu wollen, dass sie das ganze Wochenende allein sei. Aber es sei alles okay gewesen und da sei er wieder gegangen. Bone behauptet beharrlich, mit Carols Ermordung nichts zu tun zu haben. Die Beamten kommen vorerst nicht mehr weiter. Ich glaubte nicht, dass er einfach gegangen ist. Zumindest nicht, als sie noch gelebt hat. Ich setzte ihn unter Druck, aber er bestritt alles. Während die Ermittler im Verhör den Hauptverdächtigen Travis Bone in die Mangel nehmen, durchsuchen die Kollegen seine Wohnung und machen schließlich doch noch einen dicken Fang. Adidas Herrenturnschuhe. Haben diese Schuhe am Tatort die blutigen Spuren hinterlassen? Sind das die Schuhe eines mutmaßlichen Mörders? Wenn die blutigen Abdrücke am Tatort seine waren, muss er tatsächlich mit diesen Schuhen dort gewesen und durch das Blut gelaufen sein. Die Turnschuhe werden mit allen Schuhspuren, die am Tatort gesichert wurden, verglichen. Und tatsächlich, bei allen ist dasselbe Muster vorhanden. Das ist kein Vielleicht. Ich kann sagen, das ist der Schuh. Die Ermittler erfahren das Ergebnis noch während des Verhörs. Für Travis Bone gibt es kein Entkommen. Ich bat ihn inständig, mir zu sagen, was passiert war. Warum war das Ganze so ausgeartet? Ab einem bestimmten Punkt brach er dann zusammen und sagte, ich habe es getan. Aber er wollte es nicht. Travis Bone wollte Carol Frost in dieser Nacht verführen. Aber das lief völlig aus dem Ruder, bis hin zum Mord. Das hat er nicht geplant, aber er bekam Angst, dass sie reden würde und deshalb brachte er sie um. 6 Monate nachdem Carol Frost erstochen wurde, kommt der Fall vor Gericht. Travis Bone erhält lebenslänglich ohne Chance auf vorzeitige Entlassung. Indianapolis, Juli 1993. Der 32-jährige Roger Goodlett verlässt abends sein Elternhaus, um in eine Schwulenbar zu gehen. Er kehrt nie mehr zurück. Nach 48 Stunden gibt die verzweifelte Mutter eine Vermisstenanzeige auf. Doch in solchen Fällen warten die Behörden 30 Tage, bevor sie intensiv ermitteln. Mein Mann kam von der Arbeit nach Hause und sagte, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen was tun. Sie engagieren den Privatdetektiv Virgil Vandegrift, einen Ex-Polizist spezialisiert auf Vermisstenfälle. Der erhält bald einen beunruhigenden Anruf. Auch eine andere Familie aus Indiana bittet ihn um Hilfe. Auch sie vermisst ihren Sohn. Auch er ist schwul, sein Name Alan Broussard. Dann kommen nach und nach weitere Hinweise.
Wir erhielten Anrufe von Herausgebern von schwulen Magazinen, ob wir denn wüssten, dass noch weitere homosexuelle Männer in Indianapolis vermisst werden. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Ich begriff, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Wir mussten was tun. Wir mussten ihn einfach finden. Nach Ablauf der 30-Tage-Frist ermittelt dann auch die Polizei von Indianapolis. Wir hatten mehrere junge Männer, alle mit ähnlichem Lebensstil und ähnlichen Beschreibungen, die seit 1992 vermisst wurden. Damit liegt die Zahl der vermissten schwulen Männer bei 8 in den letzten 2 Jahren. Darunter Roger Goodlett und Alan Broussard. 3 Monate vergehen. Die Suche nach Verbindungen und Spuren bleibt ergebnislos. Dann wendet sich ein Fremder mit einer irritierenden Geschichte an die Ermittler. Der Zeuge erzählt von seiner nächtlichen Begegnung mit einem potenziellen Killer. Weiß, Mitte 40, in einer schwulen Bar. Nach ein paar Drinks lädt der Mann ihn zu sich nach Hause ein. Der Informant schilderte, wie sie nach Norden fuhren, raus aus der Stadt, in eine ziemlich abgelegene Villa. Dort gingen sie eine Runde im Pool schwimmen, als der Mann ihm vorschlägt, ihm einen Fetisch zu zeigen, mit dem sich das sexuelle Erlebnis beträchtlich steigern ließe. Der Verdächtige fragte den Zeugen, ob er schon einmal Spiele der Atemkontrolle zur sexuellen Befriedigung eingesetzt hätte. Und er versicherte ihm, dadurch die höchste Lust und den besten Orgasmus seines Lebens haben zu können. Dann legte er unserem Informanten einen Gartenschlauch um den Hals. Und zieht zu. Der Informant hat Todesangst und ihm wird klar, dass der Verdächtige nicht die Absicht hat, den Schlauch wieder zu lösen. Also spielte er vor, ohnmächtig zu sein. Als er wieder die Augen öffnete, war der Verdächtige sehr überrascht. Hoppla, der Kerl ist ja noch wach. Unser Informant glaubte, dass einige seiner vermissten Freunde vielleicht Opfer eines ähnlichen Experiments gewesen sein könnten und dieses Treffen nicht überlebt hatten. Die Aussage des überlebenden Zeugen liefert den Ermittlern weitere Hinweise. Er glaubte, ein Schild erkannt zu haben, auf dem Farmen stand. Er sagte, das Haus habe eine lange, kurvige Einfahrt. Diese Beschreibung passt auf viele Grundstücke. Doch die Recherchen deuten in eine klare Richtung: Ohio. Alles wies nach Ohio. Zumal sich auch noch ein weiterer Zeuge erinnerte, Roger Goodlett damals gesehen zu haben, als er in ein blaues Auto mit Kennzeichen aus Ohio gestiegen ist. So war mir klar, dass wir anfangen mussten, in Ohio zu suchen. Sind die Fälle in Indianapolis nur die Spitze des Eisbergs? Eine Person, mit der wir Kontakt aufnahmen, war David Lindelof. Er war Ermittler der Staatsanwaltschaft in Preble County. Lindelof bearbeitet mehrere ungelöste Vermisstenfälle, die erstaunliche Ähnlichkeiten zu den Fällen in Indianapolis aufweisen. Das Unglaubliche, in Ohio läuft seit 10 Jahren eine eigenständige Ermittlung mit dem Codenamen die Interstate 70-Morde. Wir hatten 3 Leichen, 1985, 86 und 89, die alle auf die gleiche Weise getötet wurden, durch Erwürgen. Alle Opfer kamen aus Indianapolis. Man konnte nur vermuten, dass ein und dieselbe Person dafür verantwortlich war. Die 4. Leiche wurde 1990 in einem Bach gefunden, unter einer Brücke, und die Todesursache war ebenfalls Erwürgen. Das Opfer stammte ebenfalls aus Indianapolis und hatte Verbindungen in die Gay-Szene. Lindelof ermittelt schon seit Jahren, doch nie verdichteten sich die Hinweise. Erst die vermissten Fälle in Indianapolis schaffen eine Verbindung. Deshalb sieht er jetzt den Zeitpunkt gekommen, das FBI hinzuzuziehen. Innerhalb kurzer Zeit entsteht ein mögliches Profil des Serienmörders. Die Person ist wahrscheinlich Mitte 40. Er könnte mit dem Morden begonnen haben mit Ende 20 oder Anfang 30. Wahrscheinlich ist er verheiratet. Und wahrscheinlich ist er frustriert, weil er glaubt, er könnte homosexuell sein. Wir begannen mit der Suche nach einem Grundstück, das zur Beschreibung des Informanten passte.
Die Ermittler fahren wochenlang durch die nördlich von Indianapolis gelegenen Gebiete. Und tatsächlich glauben sie eines Tages Erfolg zu haben. Sie stehen vor einem Grundstück in Hamilton County. Das Haus gehört dem angesehenen Geschäftsmann und Familienvater Herbert Baumeister. Doch im konservativen Hamilton County ist niemand bereit, einen Durchsuchungsbefehl zu unterzeichnen. Die Serienmördertheorie erscheint den zuständigen Stellen zu abwegig. So kann der Killer jeden Moment wieder zuschlagen. Wir warteten auf den großen Durchbruch in diesem Fall. Der kam an einem Nachmittag, als unser Informant den Verdächtigen wieder dabei beobachtete, wie er gerade in eine der lokalen Schwulenbars der Stadt ging. Zur Sicherheit bittet der Informant einen Freund, ihm zu folgen. Einer der Freunde des Informanten sorgte letztlich dafür, dass der Verdächtige beobachtet wurde, als er die Bar verließ. Er folgte ihm und schaffte es so, das Kennzeichen zu notieren. Als wir das überprüften, erhielten wir den Namen Herbert Baumeister. Herbert führt erfolgreich eine Kette von Second-Hand-Läden. Der 48-jährige Vater dreier Kinder ist Spross einer Familie aus der Oberschicht und gilt als vorbildliches Mitglied der Gesellschaft. Wir fuhren zum Hauptgeschäft, um zu sehen, ob wir ihn dort finden können. Herbert kam nach vorne in den Laden. Green konfrontiert Baumeister direkt mit den Anschuldigungen des Informanten und den Vermisstenfällen. Er leugnete, etwas mit den Verschwundenen zu tun zu haben. Wir wollten ihn davon überzeugen, uns zu erlauben, sein Haus zu durchsuchen, damit wir ihn als Verdächtigen ausschließen könnten. Aber die Ermittler haben keinen Beweis, der eine Durchsuchung rechtfertigt. Bis ihnen der Zufall zur Hilfe kommt. Herberts Frau Julie hat soeben die Scheidung eingereicht und ihren Mann gezwungen, das gemeinsame Haus zu verlassen. Zeigt sich Julie jetzt kooperativ, könnte das der ersehnte Durchbruch für die Ermittler sein. Sie nehmen Kontakt mit Julies Anwalt auf. Nun, ich war völlig perplex. Sie glaubten, einen Zeugen zu haben. Sie glaubten, das Auto identifiziert zu haben. Sie glaubten, einen Plan des Grundstücks zu haben. Julie war wirklich geschockt, als sie davon hörte. Und ich fragte sie, gibt es irgendetwas, das du wissen könntest, oder hast du etwas gesehen oder gehört, das diese Geschichte glaubwürdig erscheinen lässt? Und dann enthüllt Julie ein quälendes Geheimnis. Sie erzählte mir, dass ihr Sohn Monate zuvor beim Spielen im bewaldeten Garten einen menschlichen Schädel fand, den er ins Haus brachte. Julie ist fassungslos. Sie stellte ihren Mann, Herb Baumeister, natürlich zur Rede. Und er erklärte ihr, dass das ein Skelett aus der Arztpraxis seines Vaters sei. Daraufhin gab es keine weiteren Diskussionen. Doch dieses beunruhigende Geheimnis erzählt Julie nur ihrem Anwalt, nicht der Polizei. Sie hat Angst. Und damit bringt sie die Ermittlungen zum Stillstand. Die Scheidung wurde immer heftiger und die Finanzen gerieten außer Kontrolle. Die Geschäfte wurden geschlossen und Baumeister versuchte verzweifelt, Julie die Kinder wegzunehmen. Herbert Baumeisters Welt bricht zusammen und jetzt erst handelt Julie. Ich werde nie vergessen, als sie mich anrief und sagte, Bill, ich möchte, dass du die Vermisstenstelle anrufst und ihnen erzählst, dass ich mich gerne mit ihnen unterhalten würde. Julie bekommt Angst vor ihrem noch Ehemann. Schließlich erlaubt sie der Polizei, den gesamten Garten zu durchsuchen. Sie brachte uns zu der Stelle, wo ihr Sohn 1994 den Schädel gefunden hat. Und nach Jahren des Wartens kommt es ans Licht, das Geheimnis eines Serienmörders. Einer der Beamten sah herüber und sagte, nun, das sieht aus wie ein Knochen. Ich sah Julie an und dachte, sie würde jeden Moment ohnmächtig werden. Es wurde ein Durchsuchungsbefehl für das Grundstück erwirkt. Die Polizei von Indianapolis vermutete 10 oder 11 Menschen unter den Überresten. Herbert Baumeister ist schon längst geflohen. Dadurch kämen Einheiten der Spurensicherung mit Leichenhunden das Grundstück. Über 3 Tage finden sie tausende Knochen und kleinste Knochenreste. Was sie nicht finden, sind die Schädel. Und das wird eine Identifizierung der Opfer wie Roger Goodlett fast unmöglich machen.
Das war wirklich sehr heftig. Sie haben Hände gefunden, sie haben dies und das gefunden, alles nur Stücke von Knochen. Und ich dachte, wie wollen Sie da meinen Sohn identifizieren? Julie erzählt den Ermittlern, dass aus einem ihrer Läden Handschellen entwendet wurden. Das mit den Handschellen war besonders makaber. Ich erinnere mich lebhaft daran, weil ein Beamter am nächsten Tag einen Knochen aufhob, an dem eindeutig Handschellen hingen. Ich war einfach geschockt. Doch David Lindelof braucht andere Beweise, um Baumeister auch mit den in den 80er Jahren in Ohio gefundenen Leichen in Verbindung zu bringen. Julie bestätigte, dass er geschäftlich in Ohio unterwegs war und über die Interstate 70 fuhr. Die Zeitpunkte, als in den Abwässerkanälen von Ohio die Leichen gefunden wurden, stimmen exakt mit diesen Geschäftsreisen überein. Können die Ermittler im Auto des Verdächtigen jetzt endlich den nötigen Beweis finden, um ihn zu überführen? Als sie den Kofferraum des Autos öffneten, war da gar nichts. Die Verkleidung des Kofferraums war entfernt worden. Und doch fanden sie einen Fleck. Einen winzigen, kaum sichtbaren Blutfleck. Ich war sehr aufgeregt. Doch dieser Beweis spielt keine Rolle mehr. Am 4. Juli 1996 erhielt ich morgens von Baumeisters Bruder die Information, dass Herbert Selbstmord begangen hat. Kanadische Behörden finden den Wagen von Baumeister parkend am Straßenrand. Herb Baumeister hat sich mit einem Magnum-Revolver Kaliber .357 den Kopf weggeschossen. Das Ende eines Serienmörders. In seinem Abschiedsbrief macht er die gescheiterte Ehe und geschäftliche Schwierigkeiten für diesen Schritt verantwortlich. Kein Wort findet er für seine Opfer. Es wurden fast 5000 Knochenstücke gefunden, die von mindestens 11 Menschen stammten. Die Ermittler in Ohio glauben, dass Baumeister für 10 weitere Morde verantwortlich ist. Damit sind es insgesamt 21 Opfer. Ob es noch mehr sind, dieses Wissen nimmt der Killer mit ins Grab. Ich hatte das Gefühl, dass Herbert Baumeister jeden betrogen hat. Zunächst sich selber, dann seine Familie, die Opfer, die er sich auswählte, und auch die Angehörigen dieser Opfer. Sie hatten ein Recht darauf zu wissen, was mit ihren Lieben passiert ist. 7 der Opfer können letztlich identifiziert werden, darunter auch Roger Goodlett.